So, die Pferde am Auto für das dritte Rennen. Wir haben jetzt nur etwa 150 Meter bis zur Startmarke. So, und das war dann auch der Start zum dritten Rennen. Mitte der Bahn geht hier zunächst einmal Lotte Greenwood nach vorne, aber noch. Das war Michela Kino. Die erste Durchgangszeit läuft hier 12,6 mit Chetty in Front. Dahinter Lotte Greenwood, Michela Kino außen. Und mit der kompakten Formation, das fällt dann jetzt bereits auf der Schlussrunde unter der Führung von Chenti. Cella Kino außen lässt sich ziehen, ist zweites Pferd. Sind wir auf dem Innenheimlauf hinein. Chenti vorne, außen kommt dann jetzt die Schlussattacke von Arizona BE. Chenti mit Arizona Mitte der Bahn. Chenti vorne, Arizona kommt. Und Arizona steckt dann jetzt den Kopf in Front. Chenti wehrt sich an der Innenkante. Und sind wir auf den letzten 150 Metern. Arizona jetzt nochmal attackiert von Madness. Madness mit der Bahn steckt den Kopf in Front. An der Außenseite kommt aber zwei Tore. Der Bahn geht dann noch mit dem Zweiter vorbei an Arizona. Arizona's BE zu bezwingen, ist es nicht gerade ganz so einfach? Das war echt eine starke Vorstellung. Ja, er muss natürlich die Führung in den letzten paar Momente gehen. Ich habe einen Traumrennen gekriegt und musste alle Körner trocken halten und zum Schluss einsetzen und hat er super gemacht. Hat er richtig super gemacht. Chucky wird sich freuen. Im nächsten Rennen steuerst du Ivanhoe Maverick. Kennst du schon, hast du schon gefahren, aber das wird nicht einfach, oder? Ja, wird nicht einfach. Nochmal herzlichen Glückwunsch, einmal bitte Ihren Applaus für Madness Hollywood aus dem Sitz von Claudine van Damme, trainiert von Jackie Mullemann.